Christian! Hallo! Guten Abend. Freue mich, dass du mal wieder bei uns bist. Ich freue mich. Ist lange her, ewig her, oder? Weiß ich gar nicht, wann warst du denn? Zwei Jahre oder sowas. Ich hatte keine Zeit irgendwie. Ja, du hast ja die ganzen Preise, musstest ja die ganzen Preise entgegennehmen. Ich hab das lieb, dass du das alles aufzählst. Ja, ja, waren es noch mehr? Habe ich einen vergessen? Ja. Welchen denn? Habe ich vergessen, aber es war noch einer. Wenn du jetzt mit deiner neuen Serie beginnst, ist es für dich ein spannender Moment, am nächsten Tag zu sehen, wie viele Leute haben das geguckt, kommt es gut an, ist es genauso gut wie die erste Staffel, wie die zweite Staffel, oder lässt sich das mittlerweile kalt nach den großen Erfolgen, die du alle errungen hast in den vergangenen Jahren? Vielen Dank, ganz kalt lässt es mich nicht, ich bin sehr aufgeregt, morgen Abend geht's los, 8:45, irgendwie die nächsten 9 Folgen, 9 Stück sind es insgesamt. Sat 1, jeden Freitag, ab morgen Abend, 8:45. Wie viel? Ja? Nein? Natürlich? Du. Nein, es ist mein Fehler. Ich bin das alles gut geschweigen. Mach du, fang an. Ich bin Wort gefallen. Nein, das ist absolut mein Fehler. Bitte. Alles falsch. Okay. Ja. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, unsere erste Folge heißt Schönheits-OP. Sollte das irgendjemand interessieren, notieren Sie sich doch einfach. Ist doch vielleicht ganz einfach für Sie direkt. Schönheits-OP? Ja. Michael und ich waren übrigens zu Recherchezwecken gemeinsam wirklich bei einem echten Schönheitschirurgen. Tatsächlich? Weil wir wollten mal gucken, kann man da bei ihm was machen? Und ich habe natürlich auch hier so ein bisschen zu viel Bindegewebe. Das kann man mal einfach so sagen. Und? Ich sehe allmählich aus wie Dirk Bach. Ob man das langfristig auch abmachen kann. Ne? Und, kann man? Nein, man kann es bei mir maximal straffen. Da würde man ein Facelifting machen. Aber der Arzt hat gesagt, wir wissen gar nicht, wo wir es hinschieben sollen. Es ist ja alles fürchterlich verquarzt. Ja, aber bist du ja eigentlich eher ein schlanker Typ. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber normalerweise bin ich schon ein bisschen rumsig, ganz ehrlich. Ja, aber ansonsten, du hast eigentlich einen schlanken Kopf ab und dann ab hier wird es mumsig. Ja, genau. Ja? Ab hier, weißt du, das Kinn geht sofort in den Kehlkopf über. Das ist eine gerade Linie, das kann man hier sehen. Das hat kein Mensch außer mir. Ist genetisch, meine Großmutter hat das auch. Ja, kann man nichts machen. Ja, absolut. Tut mir leid. Also ich habe eine Großmutter, was soll man machen? Ja, völlig richtig. Was hältst du persönlich von Schönheit? Du warst ja bei so einem Arzt, ne? Ja. Empfiehlt der dann sowas? Er sagt, ja, Pastefka, das machen wir eben. Also ich kann nicht viel machen, aber für 25.000 können wir da schon was regeln. Mir hat er gesagt, es würde 5.000 kosten, aber es hätte den Preis, dass man mein komplettes Gesicht nach hinten straffen muss, und zwar hinters Ohr. Okay. Und dann hat er mir gesagt, und das ist kein Scherz, wenn Sie das machen, müssen Sie sich ab dann auch hinterm Ohr rasieren, weil ja da die Barthaare hinrutschen. Nee, Leute, ich muss jetzt leider los. Oh, ich habe noch einen Termin, das lassen wir mal lieber. Das habe ich noch nie gehört. Stell dir mal vor, morgens gehst du mit so einem Rasierer erstmal so. Gehst erstmal hier lang. Nee, das habe ich schon gelassen. Die ziehen es dann hinters Ohr. Ich dachte immer, die machen den Schnitt hier vorne. Ja. Bei Michael Douglas sieht man zum Beispiel den Schnitt hier vorne. Richtig, bei Michael Douglas. Der hat auch hier sich sowas wegmachen lassen. Ja. Genau. Aber auch der wird sich hinterm Ohr rasieren müssen oder woanders. Aber je nachdem, wo man es hinzieht. Je nachdem, wo man es halt hinzieht. Aber ich finde, man sieht es einfach, oder? Schönheitsoperationen sieht man einfach. Man kann einfach nicht an einer Frau vorbeigehen und weiß man direkt, die hat es machen lassen. Ja. Weil entweder gucken die alle so, weil sie irgendwie den ganzen Kopf nach hinten gezogen haben. Du kannst ja auch nur temporär machen, dass man so eine Art Reißverschluss oder sowas. Ja, das fällt dann nach einer gewissen Zeit fällt's wieder zusammen. Ja. Man ist auf irgendeiner Party und dann ist das Haltbarkeitsdatum abgelaufen. Ja. Man ist hier so hinten auf einmal, ist hier wieder vorne und läuft dann so schwabbelig durch die Gegend, muss das halten oder so, weiß ich nicht. Grauenhaft. Es ist grauenhaft. Man sollte Frauen, ich finde, geliftete Frauen, tut mir leid, es sieht meistens grauslich aus. Ja. Die sehen alle aus wie diese Frau in Mars Attacks, die so schwebt. Kennt das jemand? Ja. Die irgendwann so, den Kopf immer alles zerschießt. Ja. Ja, wahrscheinlich hat es auch solche Auswirkungen auf die Psyche. Ja, speziell auf meine. Ja. Ja, du kannst wenigstens gehen mit solchen Schuhen. Nein. Nein, damit kann ich nicht gehen. Aber es steht hier außerordentlich gut. Sieht super aus, wenn man sich hinsetzt. Ja, weiß ich, aber den Sechs. Sieht aus wie ein beschissener Telegrammbote. Du hast eine schöne Perücke auf, das gefällt mir gut. Absolut, das ist so hier Curly Sue, habe ich mir von Luzi geliehen. Curly Sue, ein Lockenkopf sorgt für Wirbel, hieß übrigens der Untertitel. Was, so hieß ein Film oder was? Curly Sue gab's. Curly Sue, ein Film. Natürlich, von 1909, der war nicht Bully auch in der Hauptrolle und der eine, der. Mit Sicherheit, aber Curly Sue, ein Lockenkopf sorgt für Wirbel, was wieder sinnlose deutsche Untertitel unter Kinofilmen aufmacht, das Thema. Es gab mal den Film Sartana, noch warm und schon Sand drauf. Das ist ein Western, der hat existiert. Noch warm und schon Sand drauf. Der zweite Film war Sartana, seine Rechte stoppt den Bartwuchs. Was? Sartana, seine Rechte stoppt den Bartwuchs. Okay. Und natürlich Sartana, die Bibel ist kein Kartentrick. Diese Filmtitel hat es gegeben. Merken Sie sich das nicht, meine Damen und Herren. Ich erzähle es einfach nur aus privater Laune. Es gibt nichts Schöneres als ich bin jeden Tag Engel, das macht riesen Spaß. Genau, als schlecht gelaunte Engel. In lustigen Kostümen. Ja, natürlich. Das ist, das ist das Tolle auch an Karneval hier in Köln. Wenn man einen sieht, der so als Schwein verkleidet ist, weißt du? Aber nicht seinen eigenen Kopf so unter den Arm hat und völlig besoffen auf so einer Treppe. So haben wir uns doch damals kennengelernt, meinst du? So. Ja.
Da klingelt doch was. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Karriere beim Fernsehen. Ja, gehen weißt zu Pro7 ziehen und so an. Ja, und schon läuft. Und schon ist es die letzte Sendung vor Weihnachten. Es gibt eine Spezialfolge von Pastewka. Das stimmt. Pastewka, die Weihnachtsgeschichte. Nein, Pastewkas Weihnachtsgeschichte, so heißt es genau. Ne? Worum geht's da? Ist es Romantic Comedy? Ist eine Romantic Comedy. Aber auch Action drin. Ist aber auch Action mit ist dabei. Ist tatsächlich okay. Action Hast du alle Stunts selber Ich habe alle zwei Stunts selber gemacht, aber sie sind alle rausgeschnitten worden. aber es ist tatsächlich so, also wir erzählen, dass Bastian, also meine Filmfigur, die ja so heißt wie ich und auch so aussieht wie ich, aus Sicherheitsgründen, die ganze Geschichte spielt am 24. Dezember. Und Bastian hat an diesem Tag zwei Aufgaben. Nämlich erstens, er muss einen Baum organisieren. Zweitens, er muss mit Anke Engelke mittags um 12 am 24., also noch vor dem Heiligen Abend, in Düsseldorf als Wolfgang und Anneliese in den lustigen Volksmusikfiguren noch auftreten für den guten Zweck. Das geht schief. Das klingt Knaller, oder? Also ich würde es mir anschauen nach der Zusammenfassung, oder? Was ist los? Ich würde es mir anschauen. So ist auch gut, wenn man es ein bisschen höher aufsetzt, oder? Ja, das ist besser. Ja, es ist, jetzt ist sehr viel Fernsehballett in dir, finde ich. Also es sieht, ja, weil es sehr feminin jetzt aussieht. Vorher war es ein klassischer Gottschalk, jetzt ist es, ja, genau, absolut. Also es ist auch ein bisschen Slash in Blond, oder? Welcome to the jungle! Stellt sich nicht da? Nee. Nein. Okay. Ja! Das ist sie! Die DVD von Bastians, von Pastewkas Weihnachtsgeschichte. Ja, es gibt sie schon im Handel. Die Folge ist noch gar nicht gelaufen. Ja, absolut. Übermorgen kommt die Folge erst. Man kann sie tatsächlich schon kaufen. Ich werde wahnsinnig. Das ist die Folge. Die Folge ist 44 Minuten lang und es ist noch wahnsinnig viel sinnloses Bonusmaterial drauf. Teilweise steht hier hinten drauf, teilweise auch in 4:3. Sogar noch in 4:3. Was ist das für Bonusmaterial? Das ist verbotenes Material aus den frühen Wochenshow-Folgen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe. Damals gab es Fernsehen nur in 4:3. Und Sat.1 sendet bis auf, ich glaube, Richter Alexander Holt. Ja, immer noch alles in 4:3. Meine ich, oder? Oder habe ich da jetzt was falsch gesagt? Ja. Ein tolles Weihnachtsgeschenk, oder? Ich guck's mir an zu Weihnachten. Und ist FSK 6? Ja, wir sind komisch, das ist sehr seltsam, weil wir haben Michael Kessler drin, wir haben Anke Engelke drin, wir haben Bernhard Brink drin. Also theoretisch müssten wir ab 18 sein. Das ist mir völlig unklar, dass das so gelaufen ist. Aber bitte, es wird hier überall geschmiert. Ist es nicht FSK 0 geworden? Das gibt's bei uns nicht. Nee, dazu sind wir contains strong language, wie der Engländer sagt. Ach so, weil ihr schmutzige Worte sagt? Wenn wir Bumsen sagen zum Beispiel, wie? Sofort Sex. Was sagt ihr? Bumsen. Sofort FSK 6, ne? Ja. Wenn du sagst, ist es sofort 12. Was denn? Nee, darf ich jetzt nicht sagen, weil es ist 23.30 Uhr, es wird geschnitten. Wieso? Was ich habe mir kein Böses. Kennst du dich aus, was man sagen darf? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es mir jetzt ausgedacht. Ja, okay. Wir bumsen. Das ist zu Spaß, ne? Das ist gar nicht wahr, das stimmt nicht. Geil. Kennst du Typen, die so sind? Ja, nee. Ja, ich auch nicht. Nee, Kennst du mich? Irgendwoher muss es ja haben. Wolfgang, ja, ich habe es mir jetzt ausgedacht. Entschuldige, natürlich ist es nicht so, wenn man Bumsen sagt, dass eine FSK 6 da draufsteht. Das war ein Scherz. Dies ist eine Unterhaltungssendung. Für Pro7-Zuschauer. So. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Sendezeit abgelaufen ist. Es ist Mittwochabend. Das ist die letzte Sendung von TV Total. Morgen 20.15 Uhr erwartet Sie einen großartigen. Nee, ist noch gar nicht zu Ende. Wir machen weiter. Morgen 20.15 Uhr ist mal TV Total das Beste aus 2013. Richtig. Bastian. Ja. Komm, lass uns noch ein Lied singen. Sollen wir noch ein Lied singen? Ja, wir haben ja nichts geprobt. Wir haben nichts geprobt, aber nee. Wir singen trotzdem. Was kannst du denn? Ein Weihnachtslied? Ein Weihnachtslied kann ich nicht. Aber wir können nur Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee. Sollen wir das singen? Ja, sag mal, oder? In welcher? Ich brauche nur die Tonart. Stimmt, die kann ich auch nicht. Leise. Ja. Okay, 2, 3. Ich sag erst noch, dass morgen um 20.15 Uhr das Beste aus TV Total 2013 kommt. Und jetzt kommt 2 Broke Girls. Two Broke Girls, meine Damen und Herren. Morgen 20.15 Uhr, das Beste aus TV Total. Ja. Am Samstag schlagt den Rab und am 6. Januar sind wir aus der Weihnachtspause wieder da um 23.30 Uhr. Und wir sagen, herzlichen Dank, meine Damen und Herren, das ist Stefan Raab. Einen Riesenapplaus. Das ist Bastian Pastewka. Und wir freuen uns, denn jetzt. Leise rieselt der Schnee. Still und starr. Weihnachten.
kommt bald. Bald ist heilige Nacht. Wunderschön.